So, dann wollen wir heute mal die Pulsweitenmodulation programmieren. Dazu hatten wir beim letzten Mal bereits den Programmablaufplan erstellt. Ich blende ihn hier einmal ein und öffne mal direkt unser, hoppla, da muss ich hin, öffne direkt mal unseren Editor, wo wir das Programm schreiben. Wir haben beim letzten Mal das ja schon entsprechend so vorbereitet, dass diese Interrupt-Service-Routine hier oben einmal pro Millisekunde aufgerufen wird. Das heißt, wir haben die Register TH0 und TL0 schon entsprechend berechnet und hier oben schon initialisiert, sodass wir direkt beginnen können, unseren Programmablaufplan hier jetzt umzusetzen in ein C-Programm. Okay, wir brauchen zunächst einmal zwei Variablen, einmal die Variable Slot und einmal die Variable Temp, also Slot für den Timeslot und Temp für die Temperatur, die wir aus dem Port, hier habe ich zwar P1 geschrieben, das muss aber P0 heißen, aus dem Port P0 übernehme. Das heißt, ich definiere zunächst einmal zwei Variablen. Die Variablen müssen ein Byte groß sein, weil P1 ein Byte groß ist und auch die Variable Slot soll ja Werte zwischen 0 und 255 übernehmen können. Das heißt, wir brauchen ein Byte und weil wir Zahlen von 0 bis 255 übernehmen, darf dieses Byte auch kein Vorzeichen haben. Das heißt, wir nehmen ein Unsigned Character Temp. Und wir nehmen auch ein Unsigned Character Slot. Und hier schreiben wir mal direkt eine 0 rein, sodass wir leicht dann sofort mit dem Slot 0 auch beginnen können. So, wir lesen die gewünschte Temperatur aus dem Port P0 und schreiben dann anschließend unser PWM-Signal auf den Port Pin P10 und den müssen wir hier auch definieren. Das heißt, wir haben ein S-Bit, ich nenne das mal Heizung und das ist dann dort, wo wir unsere Heizung anschließen wollen. Das ist P10. Okay, damit haben wir unsere Variablen und letztendlich auch hier unser S-Bit entsprechend vorbereitet und jetzt können wir einfach das Programm übersetzen. Das heißt, wir übersetzen quasi aus dem Programm Ablaufplan, nun ein C-Programm. Okay, zunächst einmal, hier startet die Interrupt-Service-Routine, fragen wir nach, ob unser Wert im Slot gleich 0 ist. Das heißt, ich schreibe auf, if Slot, hoppla, das muss eine runde Klammer sein, if Slot na, gleich 0. Und was möchten wir dann machen? Dann möchten wir aus dem Port 0 auslesen und den Wert in die Variable temp schreiben. Das heißt, if slot gleich 0, dann soll temp gleich P0 sein. Okay, was machen wir als nächstes? Wenn slot nicht gleich 0 ist, dann müssen wir nichts machen. Das heißt, wir können dann schon direkt schon den nächsten Befehl gehen. Das ist wieder eine if-Abfrage. If slot größer gleich temp. Also ist die Slot-Nummer größer als die gewünschte Temperatur. Also if slot größer gleich temp. So, was wollen wir dann machen? Dann soll, wenn das der Fall ist, dann soll die Heizung ausgeschaltet sein. Also Heizung gleich 0. Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll die Heizung eingeschaltet sein. Also else. Und dann machen wir schön untereinander. Else Heizung gleich 1. Gut, dann werden wir hier Heizung gleich 0 haben wir gemacht, Heizung gleich 1 gemacht. Das heißt, hier können wir schon wieder nachfragen, ist der Slot gleich 255? So, if slot gleich 255. Und wenn das der Fall ist, dann soll slot gleich 0 gesetzt werden.
dot gleich 0. Und falls das nicht der Fall ist, dann soll Slot inkrementiert werden. Also else Slot plus plus. Okay, damit wäre unser Programm dann schon zu Ende. Das heißt, ich mache das mal wieder etwas bisschen breiter, kompiliere das Ganze mal, schiebe das Ganze mal auf den Emulator. So, ich habe hier den Port 0, ich habe hier den Port 1 und ich sehe hier den Zustand unseres Counters und lasse das Programm mal laufen. Und weil Port 0 alles gleich 1 ist, toggelt hier letztendlich das letzte Bit auch gar nicht. Und wenn ich jetzt hier vom Port 0 mal kleinere gewünschte Temperaturen eingebe, ich mache hier das mal ein bisschen kleiner, dann fängt letztendlich hier dieses letzte Bit an zu blinken. Hier blinkt es noch ganz gut. Und wenn man jetzt das auf 0 setzt, dann blinkt das gar nicht mehr. Dann ist der Port Pin 1.0, also da, wo die Heizung angeschlossen ist, immer die ganze Zeit gleich 0. Und wenn ich hier entsprechend einen höheren Wert einsetze, dann sieht man, dass der Port-Pin auch die ganze Zeit hin und her geschaltet wird, dass wir also eine PWM dort realisiert haben. Das geht hier alles im Moment noch ein bisschen schnell. Das heißt, wir können noch nicht überprüfen, ob unser Programm tatsächlich funktioniert. Das werde ich in der nächsten Folge nochmal nachholen. Da gucken wir dem Mikrocontroller mal in den Speicher und werden dann den Debugger nutzen, um letztendlich zu sehen, ob unser Programm auch tatsächlich so funktioniert, wie es denn soll. Aber qualitativ kann man schon mal sehen, wenn ich hier größere Werte eingebe, dann habe ich hier nur noch eine 1. Und wenn die Werte entsprechend kleiner werden, das heißt tatsächlich, wenn ich hier sogar ausgeschaltet habe, dann habe ich hier eine 0. Und dazwischen habe ich entsprechend ein PWM-Signal.